Siehst du das? Was? Ruf einen Krankenwagen! Ira Levinson ist 91 Jahre alt, krank und einsam. Eines Tages hat er einen Verkehrsunfall, bei dem er schwere Verletzungen erleidet. Niemand kommt, um dem alten Mann zu helfen, der sich nicht aus dem Fahrzeug befreien kann. Meine liebste Ruth. Als du in meinen Laden kamst, wusste ich, dass ich mein Leben für immer verändern würde. Er halluziniert und es fällt ihm schwer, das Bewusstsein nicht zu verlieren. Seine Frau Ruth, die vor 9 Jahren gestorben ist, erscheint ihm und ermutigt ihn, am Leben zu bleiben, indem sie Ira in ein Gespräch über die gemeinsame Vergangenheit verwickelt. Liebesbriefe spielen eine wichtige Rolle, nicht nur im Film. Besonders früher haben Menschen so versucht, sich auszudrücken, oft in einer Art und Weise, die man ihnen niemals zugetraut hätte. Ich beginne ein neues Kapitel in meinem Leben und Ablenkung kann ich echt nicht gebrauchen. Sophia, du bist das einzige Mädchen, das ich kenne, das nichts mit einem Cowboy anfangen würde. Nur ein paar Kilometer entfernt trifft die junge Kunststudentin Sophia Danko den Cowboy Luke Collins. Obwohl die beiden aus völlig unterschiedlichen Welten kommen, verlieben sie sich ineinander. Und trotz aller Unterschiede werden sich die Schicksale von Ira, Ruth, Sophia und Luke berühren. Ich habe Mädchen kennengelernt. Mädchen lernst du andauernd kennen. Nein, so eine nicht. Sie ist anders. So habe ich noch nie für jemanden empfunden. Ich wünschte, ich könnte sagen, sie werden ewig glücklich sein. Sowas erlebt nicht jeder. Sie haben es erlebt. Das war nicht so leicht. Ja, Sophia ist sehr fokussiert, möchte nach New York gehen, eines Tages eine eigene Galerie leiten und dann wird sie von ein paar Freunden zu diesem Rodeo eingeladen und trifft dort die Liebe ihres Lebens. Und das ist ein Problem für ihre Lebensplanung. Ist es nicht verrückt, wie geradlinig das Leben manchmal verläuft? Das ist es also, ha? Ja, das ist es. Los! Dann triffst du diesen einen Menschen. Hey! Behalt ihn. Und alles ändert sich. Ein bisschen Fantasy, mehrere Zeitebenen, ein bisschen Übernatürliches und ganz, ganz viel kitschige Romantik. Genau, es handelt sich hier um eine weitere Verfilmung eines Romans von Nicholas Sparks. Unser erster Kuss war ein Versprechen für alles, was folgen sollte. Glauben Sie, dass es mit uns funktionieren kann? Unsere Welten sind so verschieden. Luke, Sie müssen aufhören, sonst landen Sie beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich im Leichenschauhaus. Das ist mein Leben. Das ist alles, was ich kann. Wie kann ich helfen? Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, von dem ich nie weiß, ob ich ihn noch mal wiedersehe, wenn er aus der Tür geht. Versprich mir, du kommst zurück. Ich verspreche es. Versuch dein Glück. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich auch nicht, aber ich möchte es gern versuchen. In der Hauptrolle ist Scott Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood, zu sehen. Als Cowboy und Rodeo-Reiter wandelt er dabei ein kleines bisschen in den Spuren seines Übervaters. Ich kann so nicht weitermachen. Liebe verlangt Opfer. Aber das ist es wert. Immer.